Hä? Komm! Hallo, Herr Doktor. Oh. Jetzt hätte ich Zeit für Sie. Für mich? Für mich? Sie sind doch schwanger, oder nicht? Ich? kleiner ja? Spaß. Also, ja, liegen Kopfschmerzen vor. Ah, da. Oh, Frau Smoker. Smoker, hast du mich gerade nicht gehört? Nee. Oh, okay. Ja, ja. Männer hören manchmal das, was sie nur wollen, ne? Ja, das ist wohl wahr. Oh. Sonic. Manchmal das Ultraschallgerät fertig. Ups. Was, echt jetzt Maya-Tabak? Und wann haben Sie denn Ihren Test gemacht? Ja, der wurde von Ihnen gemacht gestern, der Bluttest, und heute sollte ich kommen zum Ultraschall. Alles klar. Ich kann jetzt kalt werden. Mhm. Mal kurz, machen wir mal ein bisschen Ihren Bauch frei. Ja. Max, grüß ich. Oh. Mal das G drauf. So. Oh, das ist wirklich sehr kalt. Ja. Schauen wir mal. Sie können hier auf dem Monitor mitgucken. Da sehe ich aber nichts. Ich erkläre Ihnen das gleich mal. Ich mache mal ein paar Fotos davon und dann werde ich Ihnen das erläutern. Okay. Also ist ganz klar, dass wir jetzt natürlich noch kein kleines Baby da drin sehen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber man kann hier schon sehen. Da sehen Sie die. Was? Eizelle. Was sehe ich da? Eizelle? Die Eizelle, genau. Die befruchtet ist. Ja, jetzt muss ich sagen, stimmt. Das kleine runde Ding hier wird irgendwann mal größer und größer und größer. Von ja. Wie viel größer reden wir? Ich hab doch gesagt, 4,5 Kilo? 4,59 Punkt wird das gehen. Oh Gott. Ja, kann durchaus was passieren. Je nachdem, wie gut der Kleine dann im Futter ist. Da sind aber noch keine Erkennungszeichen drauf, ne? Auf der Eizelle, oder sieht man da, kann man da irgendwas sehen? Was sieht man da? Kann man da schon irgendwas drauf gucken auf der Eizelle? Ob das ein Junge wird, ein Mädchen? Nee, das ist noch zu früh. Das also. Ist noch viel zu früh. Achso. Oh Gott, das ist jetzt nur eine kleine Pünktchen da, siehst du nicht? Also. Eine ganz kleine, das ist noch nicht mal Würmchen, das ist ein Pünktchen. Wie Würmchen, was? Und da sag mal so, guck dir mal an, die kleine Würmchen. Die streicheln sich schon wieder selber. Ja, das beruhigt. Also. Und Herr Doktor? Ja, aber ich bin kein Doktor. Das Doktor können Sie weglassen. Ja, Herr, wie lang dauert sowas mit da Ruskütt? In der Regel 9 Monate. Wie lang? 9 Monate. Das heißt 9 Monate warten. Ja, 9 Monate warten. Ja, es sei denn, es möchte ein bisschen eher raus, kann ja auch passieren. Aber im Durchschnitt bleiben die 9 Monate drin. Ist okay. Ja auch schön warm da drin, ne? Gemütlich. Ja, Essen das, kommt immer. Das weiß ich. Man muss ja nichts machen, ne? Essen kommt einfach. Bisschen schlafen, ab und zu mal drehen. Ist ja ganz entspannt. Ja. Ich hätte mal eine Frage. Ja, fragen Sie doch mal. Wie sieht das? Wir sind alleine, ne? Ja. Sind alleine, ja. Wie sieht das aus? Das, was da liegt, ist er jetzt schwanger. Ja, und das hat einen Namen, danke. Meine Frau Olla, wie sieht das jetzt aus mit dem, jetzt wo es schwanger ist, mit dem, hier, Verkehr, nicht mehr, oder? Hier gibt es mehrere Studien. Ja, da bin ich mal ganz Ohr. Im Grunde sagt man, dass
Frau dadurch noch anziehender wirkt und selber auch das innerliche Gefühl hat, dieses stehen zu wollen. Wenn Sie verstehen, was ich meine? Nee. Oh Gott. Also es ist durchaus möglich. Auch kein Problem, sowas zu praktizieren. Ja. Alles ganz normal, grünes Licht quasi. Aber ich stell mir das vor, das arme Kind da drin, mit dem Köpfchen. Oh nö. Kriegt das kein Aua? Noch mit Dachschaden. So nach dem Motto, hallo, ich komm mal gucken. Bin wieder weg. Das. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut. Das. Das ist gar kein Problem, das wird das Kind gar nicht mitbekommen. Also, wir reden davon, dass es. Ich sag mal so, das ist ein weiter Weg. Das wäre so, als wenn sie eine Banane in den Grand Canyon werfen würden. Jo, ich mach das aber, ich sag Doktor, ich sag das direkt, ich würde das nicht mehr machen mit dem Verkehr, wenn das jetzt zum Beispiel schon ausgeprägt ist, das Kind, so sechste, siebte Monat, wenn die Arme und Hände haben alles. Dann ist das gefährlich, oder? Haben Sie Angst, dass es dann zugreift, oder was? Zum Beispiel. Da habe ich dran gedacht. Da habe ich dann nicht mehr rauskommen. So nee, du bleibst mal hier. Nee, das... Könnt die Kinder Schnuller sehen, meinst du? Weil wenn das ein Kind von mir ist, dann könnte ich mir vorstellen, das denkt sich vielleicht, können die überhaupt denken, ist ja egal. Da denkt sich dann, was ist das denn? Und packt mal zu. Ich schwupp, smoke Babys von dich. Weg. Normalerweise nicht, nee. Ich hab da aber auch noch keine anderen Erfahrungsberichte gehört. Also werden wir das testen. Es kommt mir dann vor wie in schottischen Highlands, wenn die mit dem Seil da am Ziehen sind. Oh Gott, ich steh nicht bei, wirklich. Oh Gott, ich werde nie wieder los. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Was? Ja, das muss jedes Paar quasi so für sich entscheiden, ob es das möchte oder... Ich möchte das nicht. Je nachdem, es ist ja auch so, dass gerade auch in der Schwangerschaft... Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, trinken soll ich. Oh. Es ist ja auch so, dass die Stimmungsschwankungen der Frauen natürlich, die Hormone spielen verrückt. Und da wird dann ganz viel abhängig eher von der Frau sein. Nicht ob sie möchten, sondern eher von der Frau. Okay. Ja, gut. Aber jetzt ist alles in Ordnung, ne? Ja. Wir sehen, dass die Fruchtzelle befruchtet ist. Was? Fruchtzelle? Ist das sowas wie der Fruchtsaft? Fruchtzelle? Nee, das ist dieses kleine Pünktchen, was wir hier gesehen haben. Ach, das nennt man so. Genau. Jetzt hatte ich gerade Angst, dass es in jedem Ananassaft drin oder sowas alles. Diese Fruchtzellen. Ich trinke mich hier eine Fruchtsaft. Jetzt habe ich gerade Panik gekriegt. Ich denke, wie viele Kinder hast du schon getrunken? Gut. Alles gut. Das nennt man so, ja. Manchmal hat man komplexe Namen dafür. Oder lustige. Ach so. Ja, gut. Dann ist ja alles okay. Ja.